Pardon, ich habe noch eine Frage an Sie. Gerne. Ich wollte gerade da drüben filmen und wurde ziemlich ruppig vom Mittelstreifen weggeschickt. Daraufhin sagte mir eine Polizistin, dass man von da aus nicht filmen darf. Richtig. Ich habe dann gefragt, warum denn die anderen da filmen dürfen. Ja, das dürfen die nicht, die würden gleich weggeschickt. Das wurde mir über eine halbe Stunde lang erzählt. Das hat leider so lange gedauert. Dann hat mir der Polizist da vorne erzählt, dass da drüben Durchgang für die Presse ist. Dann bin ich darüber gegangen, da sagte man mir, nein, da ist kein Durchgang für die Presse. Hat mich wieder zurückgeschickt, der weiß überhaupt nicht Bescheid, schickt die Leute hin und her. Was soll denn das? Ja, darf ich Ihnen antworten? Ja. Ja. Wir haben uns mit dem Einsatz da so geeinigt, dass wir haben einen Sicherheitsbereich, der schließt auch die Fahrbahn mit ein, weil der Mittelstreifen einfach zu schmal ist, das ist zu gefährlich. Also entweder können jetzt Pressevertreter links oder rechts von der Baustelle. Darf ich mit hinhalten gleich? Oder wir machen es gleich extra, sorry. Links oder rechts von der Baustelle oder gegenüber, wegen der Sicherheit. Und das gilt für alle jetzt. Und warum dürfen da Fahrradfahrer und die Autos so direkt dran vorbei? Also das verstehe ich irgendwo nicht von der Sicherheit her. Nein, das ist ja nicht, der Fahrzeugverkehr kann fließen. Ja, aber es ist einfach zu gefährlich, wenn die ganzen Menschen jetzt hier auf dem Mittelstreifen stehen, weil dann kann es zu Unfällen kommen. Also vorhin habe ich ja schon gesehen, wo die Pressevertreter ein Stückchen zurückstanden auf der Fahrbahn, da kommen die Fahrräder, sie passen nicht mehr auf, wir laufen in den Verkehr rein, das können wir einfach nicht zulassen. Ja, aber da stehen... Gefährlich. Aber für die Polizisten ist es nicht gefährlich oder für den Mann, der da steht, der hat dann immer so einen Helm auf, der Bauarbeiter. Ist ja keine Berufsgenossenschaft oder irgendwas? Ich meine, das führt ja zu weit. Ja. Die Kollegen müssen ja da sein. Also das hilft ja alles nichts. Okay. Ja, aber Sie können gerne von mir filmen oder links und rechts von der Abfahrt. Aber ein Grund, warum die da bevorzugt wurden von der Presse? Es wird keine bevorzugt. Doch, das war ganz klar so. Die konnten dann eine halbe, dreiviertel Stunde filmen. Ja, und wir wurden alle teilweise weggeschubst. Meine Kollegin und ich waren ja dort drüben und haben versucht, alle zu überzeugen, jetzt den Bereich zu verlassen. Das hat halt so lange gedauert. Und dann lassen wir natürlich auch nicht mehr rein, weil dann haben wir noch mehr, die wir ansprechen müssen. Aber es gilt jetzt für alle das Gleiche. Danke. Bob von Radio 2.